Die WEC war zu Gast in Spa-Francorchamps. Die 6 Stunden sind vorbei, aber Heiko, es waren 6 Stunden nominell, die gefahren worden sind. Aber das Rennen hat ein bisschen länger gedauert, weil wir hatten einen heftigen Unfall. Ausgangs von Radillon, eingangs der Camel Straight, Earl Bamber im Cadillac, im Hypercar und Sean Jalal im BMW WRT in der GT-Klasse. Und da war noch ein Dritter mit dabei. Also das war eine Situation. Persönlich habe ich mich gefragt, wo hat Earl Bamber da den Platz gesehen, da so reinzufahren? Ja, das war also in der Tat mal einer der schwersten Unfälle, die wir in der WEC bislang hatten. Es war auch einer der schwersten Unfälle, die wir jetzt im Sportwagensport so in der letzter Zeit hatten. Das hat wirklich schon an ganz schlimme Unfälle an dieser Stelle erinnert und war in der Tat ein ziemlich fahrlässiges Manöver von Earl Bamber. Man muss leider sagen, zum wiederholten Mal, er hat jetzt leider schon einige Aktionen gerissen, die man sich schwer erklären kann. Also als würde er irgendeinem noch etwas beweisen wollen. Er ist ja kein Porsche-Werksfahrer mehr, ist zu Cadillac gestoßen und man hat manchmal das Gefühl, er will Porsche beweisen, mich habt ihr zu Unrecht rausgeworfen. Das hat dann jetzt zu mehreren Vorfällen schon in ersten Kurven geführt, wo er sich verbremst hat und andere Fahrzeuge schlicht und ergreifend abgeräumt hat. Und heute ein wirklich monumentaler Aussetzer beim Überrunden, der auch wirklich schwer zu erklären ist. Er war eigentlich nur auf halber Höhe eines Fahrzeugs und fährt dann einfach in dieses Fahrzeug rein. Ziemlich schwer zu erklären. Das ist ein sehr, sehr dicker Aussetzer. Und da muss man schon tatsächlich im Cadillac-Lager drüber nachdenken, ob man ihm mal eine Auszeit geben muss. Weil das war jetzt ein wiederholter schwerer Fehler von ihm. Kann man sagen, weil so ich aus meinem Naiv, also ich gebe das ja ganz offen zu da draußen, ich bin nicht so oft bei der WEC, ich verfolge sie jetzt auch nicht so ganz detailliert wie du natürlich, du bist unser Experte hier auf motorsporttotal.com für diese Rennserie. Hätte Sean Jalal noch ein bisschen mehr auf die Bremse gehen können, also hätte er das auch verhindern können oder ist das nicht die Verantwortung von ihm, das zu machen, weil der Hypercar sowieso schneller ist und dafür sorgen muss, dann auch vorbeizukommen beim Überrunden? Nein, gar nicht. Also die Verantwortung für ein Überrundungsmanöver liegt ganz klar beim überrundenden Fahrer. Selbst bei Überholmanövern steht im Reglement, dass der überholende Fahrer die Verantwortung dafür trägt, dass das Überholmanöver sauber vonstatten geht. Da war nicht viel zu tun. Man kann jetzt von einem Fahrer nicht verlangen, dass er mitten auf der Geraden einfach auf die Bremse tritt. Es war schlicht und einfach so. Earl Bamber hat eine Möglichkeit gesehen, einen Podiumsplatz zu holen, weil nämlich der vor ihm fahrende Proton Porsche mit Neil Jani am Steuer in der Eau Rouge Radillon Passage verlangsamt worden ist. Er hatte noch ein anderes Fahrzeug, einen Aston Martin vor sich. Ist Jani jetzt auch nicht das erste Mal in diesem Rennen passiert, muss man dazu sagen. Der hat nämlich schon 2 Plätze auf diese Art und Weise abgegeben, war sicherlich jetzt auch nicht so glücklich darüber, dass die Situation wieder aufkam und hat deshalb die Lücke sicherlich auch etwas kleiner gemacht, als man sie hätte machen müssen. Aber da ist Jani kein Vorwurf zu machen, er ist absolut legitim. Bamber wollte durchziehen. Der Cadillac war am Anfang des Rennens sehr weit zurückgefallen, weil sie auf dem Reifensatz gestartet sind, den sie in dem Qualifying verwendet hatten. Okay. Und das macht hier einen sehr großen Unterschied aus, weil Michelin eigentlich zu weiche Reifen gebracht hat. Ist in der ersten Phase des Rennens auf Platz 10 zurückgefallen. So, und jetzt setzt er den Earl Bamber da drauf. Sowieso heiß, es nochmal Leuten zu zeigen. Dann mit frischen Reifen sehr viele erfolgreiche Überholmanöver. Er war schon wieder auf Platz 4. Hatte also schon 6 Plätze wieder gut gemacht und sah jetzt die große Chance, den Podiumsplatz zu holen. Und man kann es einfach nicht anders sagen. Irgendwas muss da mit ihm durchgegangen sein, dass er es auf Biegen und Brechen in diesem Moment wollte. Und leider ist es in dem Fall schiefgelaufen. Ja, wir wollten natürlich auch mit Earl Bamber sprechen, auch mit Sean Jalal, aber beide standen uns nicht zur Verfügung für ein Interview. Kann man verstehen. Jalal natürlich super enttäuscht über dieses Ausscheiden, wofür er nichts konnte. Und Earl Bamber, ja, auch fertig mit der Welt, aber sag mal, der war eher, ja, ich weiß nicht, worauf er pissig war, aber auf jeden Fall war er pissig. Auf sich selbst vielleicht. Ja, wir haben halt keine, wir haben jedenfalls keine Kommentare bekommen. Genau. Und müssen halt warten, in der Pressemitteilung wird natürlich ein geglättetes Statement stehen, ja. Aber es sagt ja eigentlich alles aus. Jalal natürlich hatte das Rennen vorher gewonnen, da geht es um die Meisterschaft, jetzt hat der Mantai Porsche an sich ja auch nochmal eine schöne Märchenstory mit dem Auto, was über Nacht aufgebaut wurde. Und dann fahren sie hier die Plätze 1 und 2 ein. Das hat sich jetzt in der Meisterschaft schon ganz schnell abgesetzt. Da wäre ich natürlich an Chance Stelle auch ein bisschen verärgert. Ja. Gut, und bei Earl Bamber, der musste jetzt natürlich überhaupt erstmal durchgecheckt werden, weil es ein wirklich, wirklich schlimmer Unfall war.
Gut, und dass man dann jetzt nicht unbedingt in der Stimmung ist, sich auch noch kritischen Fragen zu stellen, muss man an der Stelle auch irgendwo verstehen können. Das tun wir. Gleichzeitig hat das natürlich auch eine super lange Verzögerung mit sich gebracht, nämlich eine Unterbrechung. Denn der Einschlag war heftig, der Einschlag hat die Leitplanke beschädigt, aber auch auf der anderen Seite Teile des Fangzauns, der auch erneuert werden musste. Und das war dann eine Pause von, ich glaube, es waren am Ende rund 2 Stunden, die abhanden gekommen sind. Jetzt musst du vielleicht so ein bisschen erklären, bei einer roten Flagge in der WEC ist das anders als zum Beispiel in der Formel 1. In der Formel 1 wird quasi angehalten für den Moment. In der WEC läuft die Zeit weiter und dementsprechend war die Zeit irgendwann rum. Dann hat man gesagt, okay, wir brechen das Rennen jetzt nicht ab, sondern wir hängen die Zeit, 1 Stunde 44, wieder hinten dran. Ich habe viele Kommentare auf Social Media gelesen, so nach dem Motto, geht das? Also ist das erlaubt? Oder erzähl mal so ein bisschen. Gut. Möglich ist es auf jeden Fall. Das haben wir halt heute gesehen. Und da gibt es natürlich auch Protokolle im Reglement, wie man das begründen kann. Wir hatten auf jeden Fall noch genug Tageslicht. Rennen ist jetzt kurz vor 21 Uhr zu Ende gegangen, statt kurz vor 19 Uhr. Es war für die Fans schön auf der einen Seite. Trotz allem muss ich sagen, das wurde sehr, sehr schlecht gehandhabt vom Veranstalter, dass man nicht von Anfang an gesagt hat, dieses Rennen geht noch weiter. Wir haben auf den Tribünen Fans gesehen, die haben 1,5 Stunden ausgehalten, haben dann gesehen, jetzt ist noch eine halbe Stunde auf der Uhr, brauche ich nicht mehr hierbleiben, fahre ich schon mal nach Hause, erspare mir das Verkehrschaos. Ja. Ja, und dann ging es noch weiter. Also das war ein bisschen schlecht gehandhabt. Das hätte man wirklich früher sagen können. Leute, ihr werdet hier auf jeden Fall nochmal, man hätte ja noch nicht mal sagen müssen, das ganze Rennen noch sehen. Es hätte ja schon gereicht, wenn wir sagen, wir machen noch einen 40-Minuten-Sprint auf jeden Fall und stockt es dann vielleicht noch auf. Dann wären die Fans auch geblieben. So ist jetzt schon ein ganzer Schwall Fans abgehauen. Und da muss ich sagen, wurde schlecht gehandhabt. Ja. So, und dann ist natürlich das Thema Strategie ganz wichtig. Denn die rote Flagge kam. Es gibt viel zu beachten hier in der WEC, was strategische Möglichkeiten angeht, um dir eine gute Platzierung nach einer solchen Rotphase auch zu sichern. Wer konnte das am besten für sich nutzen? Und wer hatte da, sag ich mal, die Arschkarte gezogen, auf gut Deutsch, und konnte es eben nicht für sich nutzen? Okay, also letztere haben eine ganze Menge Fahrzeuge gezogen. Man muss das jetzt erstmal so erklären, wir sind nicht in der Formel 1, wo du ja bei einem Abbruch die Reifen wechseln kannst. Wenn hier abgebrochen wird, ist kein Service erlaubt. Das heißt, man darf auch nicht auftanken. Wir hatten jetzt 3 Fahrzeuge, die zufällig direkt vor dem Abbruch an die Box gekommen sind. Der Abbruch ist direkt in ein Boxenfenster gefallen. Das sind ja immer so ungefähr 5-6 Runden, in denen dann alle Autos reinkommen. Und in dem Fall war es jetzt halt mal so, dass nach den ersten 2 Runden plötzlich rot gezeigt wurde. Wir hatten 3 Autos, der siegreiche Jota Porsche von Callum Ilott und Will Stevens, der Werks-Porsche Nummer 6, unter anderem mit Kevin Estra am Steuer, und das Auto von Mick Schumacher. So, und da kommt jetzt noch eine weitere Komponente bei Mick Schumacher hinzu. Der hat nämlich ganz, ganz viel Pech gehabt. Er ist durch den Boxenstopp, er hat bei diesem Boxenstopp an Mathieu Vassivier übergeben, an seinen Teamkollegen. Da ist dieses Auto gerade eben aus der Führungsrunde rausgefallen. Er war hinter dem zu dem Zeitpunkt führenden Ferrari. Der Ferrari und alle anderen Autos, die hatten die von dir zitierte Artkarte. Ja, die haben nun mal ins Klo gegriffen, weil sie jetzt nach der Safety-Car-Phase dann reinkommen mussten zum Boxenstopp. Und dann natürlich erstmal komplett zurückgefallen sind. Ja, also kurz nach dem Restart hatten diese 3 Autos noch einen Stopp vor sich und alle anderen mussten noch 2-mal rein. So, Mick ist jetzt also hinter diesen Ferrari zurückgefallen, beziehungsweise Vassivier. Dann ist dieser Ferrari nach dem Restart direkt in die Boxengasse gefahren, als wir noch hinter dem Safety Car waren. Mhm. So, und jetzt kommt der große Punkt. Nach meiner Lesart des Reglements hätte Mick Schumacher einen sogenannten Wave-By kriegen müssen. Er hätte das Safety Car überholen und sich ganz hinten an der Schlange wieder einsortieren müssen. Wäre das passiert, wäre Mick heute Dritter geworden. Das ist jetzt nicht passiert. Aus irgendeinem Grund hat man diese 2 Fahrzeuge, das andere war noch der Isotta Fraschini. Diese 2 haben den Wave-By nicht gekriegt und haben quasi als führende Fahrzeuge das Rennen wieder freigegeben. Und der eigentlich Führende lag hinter ihnen. Das sollte eigentlich bei einem Safety Car nicht passieren. Wir sind jetzt erst etwas mehr als 1 Stunde nach Ende des Rennens. Wir haben eine Anfrage an die FIA gestellt. Ihr werdet es bei uns auf Motorsport Total auf jeden Fall lesen. Stand jetzt, muss ich sagen, wäre das ein Skandal, wenn das wirklich keine
gute Begründung jetzt seitens der FIA oder des ACO gibt, warum man Mick Schumachers Auto kein Wave-By zugestanden hat. Also wir werden diese Antwort hoffentlich bekommen und wir werden sie auch verlinken im Video. Da werdet ihr dann nachlesen können, was die Begründung ist, warum es nicht erfolgt ist. Jedenfalls gehörte dann Schumachers Auto auch zu den Gekniffenen und jetzt hatten wir eigentlich noch zwei Glückliche und der Rest war gekniffen. Insofern war es dann am Ende bitter für Ferrari, die statt den Plätzen 1 und 2 die Plätze 3 und 4 geholt haben. Und die zwei Glücklichen, ja, der Jota Porsche, der den ersten Sieg eines privaten Teams in der WEC seit Austin 2020 im Februar geholt hat. Das war noch vor Corona. So, ihr seht es hier im Hintergrund natürlich auch. Wunderbares Ambiente, die Abbauarbeiten im Paddock, aber auch das Riesenrad. Und im Hintergrund sieht man sie noch leicht in der Silhouette Eau Rouge. Ja, eine wichtige Stelle. Leider für Callum Hylett, denn Antoine Hubert vor vielen Jahren, 2019, in Radignan, schwerer Unfall und leider verstorben. Und deswegen für ihn natürlich auch ein sehr emotionaler Tag, dass er hier genau diesen ersten Sieg feiern konnte mit dem Jota-Team. Und für Jota generell, muss man sagen, ein unheimlich wichtiger Sieg. Auch für sie hoch emotional, das hat man auf dem Podium gemerkt, aber sie haben das gebraucht. Ja, das ist eine mittlere Sensation einfach. Wir haben hier 8 vollwertige Werksteams. Und dann kommt ein Privatteam an, was für diese Autos bezahlt, dass sie sie einsetzen können und fährt dem Porsche-Werksteam und auch noch allen anderen Werken hier um die Ohren. Ich glaube, da wird es bei Penske ein bisschen Aufklärungsarbeit geben. Die werden sicherlich ein längeres Briefing haben, wie denen das passieren konnte, dass sie hier von einem Privatteam geschlagen werden. Wirklich eine ganz tolle Story für das Team. Freut ungemein, wenn so ein David den Goliath schlägt. Super sympathische Truppe. Mit Dieter Gass ja auch ein sehr prominenter Teamchef. Ja, und die anderen haben ein bisschen Hausaufgaben zu machen, weil sie haben das ja jetzt zwar durch ein bisschen Glück geholt, aber sie sind dann noch, das muss man auch sagen, 100 Minuten schneller gefahren als der Werks-Porsche und haben das Ganze verteidigt. Und wie du schon sagtest, natürlich für Callum sehr emotionale Geschichte. Und bevor uns jetzt irgendeiner sagt, wieder, ja, schon wieder ein schwerer Unfall in Spa, wieder an dieser Stelle. Nein, das war wirklich, in diesem Fall kann man der Strecke da keinen Vorwurf machen. So, Vorbereitung, Hausaufgaben, das nächste Rennen, da sind wir auch vor Ort, Heiko, Le Mans. Die 24 Stunden von Le Mans, der Mythos, ich krieg schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur dann denke. Ich weiß nicht, wie es euch zu Hause geht, aber mir kribbelt es schon. Da kriege ich auch Gänsehaut, weil ja, wir kriegen ein Feld mit 23 Hypercars. Ah, oh, geil. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir selbst zu Gruppe C-Zeiten so viele theoretisch siegfähige Autos hatten. Geil. Also das wird ein Langstreckenfestival, mein lieber Scholli. Also ja, da können wir uns alle drauf freuen. Wir freuen uns drauf. Ja. Wir werden auch noch hier auf motorsporttotal.coms YouTube-Kanal eine Vorschau dazu machen. Also deswegen den Kanal jetzt abonnieren. Ja, und am besten jetzt direkt ins nächste Video reinschauen.